Problem, was wir vor uns haben, ist eine digitale Infrastruktur für intelligente digitale Infrastruktur für Berlin. Ich meine nicht nur eigentlich nur Netze, die man kauft vom Telekom, sondern gewissermaßen Plattformen, die eigentlich erlaubt, Bürger, Verwaltung, Wirtschaft miteinander in andere Formen zu kommunizieren und miteinander zu arbeiten. Berlin kann nur in der Zukunft attraktiv werden für Wissenschaft, für neue Firmen, wenn eigentlich ein extrem gute digitalisierte Infrastruktur zur Verfügung hat. Dafür muss irgendjemand zuständig sein, langfristig planen und eigentlich umsetzen und operationell tätig sein. Die Digitalisierung verlangt so eine Stelle, ein Chief Information Officer, der nicht abhängig ist vom Wahlen. Ich verstehe nicht, warum eigentlich nicht aus dieser geografischen Situation Berlins nicht mal eine Modellstadt hier macht. Also Berlin lebt eigentlich zurzeit durch diese Spin-offs und kleine Firmen. Die sind, wenn man Open Data hat, springen die alle drauf und versuchen neue Apps zu definieren und so weiter und so fort. Da glaube ich, könnte Berlin wirklich so ein Living Lab werden, wenn man gewissermaßen will oder eigentlich die politische Kraft hat, sowas zu machen.